So, servus Leute, wir sind heute bei unserem Schlachtprojekt. Ich habe es euch gestern im Infovideo eigentlich schon mitgeteilt, dass das endlich soweit ist. Der Kompakt ist da, hat lang gedauert. Und ja, jetzt wollte ich euch das Auto mal kurz vorstellen. Wie gesagt, wer Teile braucht oder sowas, ich mache eine eBay Kleinanzeige. Den Link gebe ich einfach mal unten jetzt dann mitten rein. Wenn die Anzeige natürlich dann mal erloschen ist, dann werde ich das ersetzen und eine neue Anzeige aufgeben. Jo. Wie gesagt, schauen wir mal das Auto jetzt kurz an und dann könnt ihr euch ja mal melden, wenn ihr Teile braucht. So, ja, viel besondere Sachen gibt es jetzt hier nicht. Wie gesagt, es ist halt ein ganz normaler Kompaktmaschine. Ist ein 1.6er mit 105 PS, also laut BMWs Hubraum 1.9er. So, ja, die Türverkleidung, die Lautsprecher haben sie ein bisschen versaut, aber die Türverkleidung an sich ist noch in Ordnung. Mit Airbag sogar drin. Jo, hier auch die Türverkleidung. Ja, da haben sie auch einen Lautsprecher ein wenig versaut. Nicht so schlimm wie drüben, da haben sie ein wenig bloß hier rumgekratzt. Die haben wahrscheinlich versucht, von hier den rauszubekommen, aber das können sie vergessen. Das geht nicht. Das Auto haben sie jetzt hier auch noch hier so, ja, irgendwie so Zierzeug da haben sie dran gemacht. Das kann man so schön wegmachen. Gut, wir lassen es jetzt erstmal dran. Der Himmel hängt hier oben an der Ecke nur durch, aber sonst hängt er nicht durch. Ja, Sitze sind die gleichen, was ich in meinem Fahrzeug habe, bloß nur die stinknormalen ohne Sportsitz Seitenlage und das vordere Teil da. Gut, die sehen jetzt ein wenig abgeschmiert aus, müssten vielleicht mal geputzt werden. Hinten sieht es so aus, also wie gesagt, die hintere Sitzbank sieht noch ziemlich gut aus. Gut, ein Brandloch habe ich entdeckt. Aber sonst gehört es halt auch mal sauber gemacht, aber sonst ist es gut. Jo, von außen sieht das so aus. Ganz normal, ganz normales Stoßstangenpaket dran, also die stinknormalen Stoßstangen. Die rot-orange Rückleuchten, also die Standard 316 Rückleuchten. Ja, dreckig ist er wie Sau. Der stand nämlich unterm Baum. Da gibt es eigentlich nichts Besonderes zu sehen eigentlich noch. Ja, hier hinten. Stinknormaler E36 316 Kofferraum. Gut. Bordwerkzeug ist auch nicht mehr das alles da, was da sein sollte. Abschleppöse fehlt und ein paar andere Sachen. So hier so ein Schraubenschlüssel fehlt und so. Gut, sonst ist er eigentlich in einem guten Zustand, bloß dreckig ist er halt vom Innenraum her. Gut, das ist wahrscheinlich Facelift bedingt. Da haben sie jetzt hier neue Öffnungen. So neue, gut, habe ich auch noch nicht gesehen. Sehe ich heute zum ersten Mal. Hier an der Seite auch. So, dritte Bremsleuchte hat er noch. Seht ihr hier? Selbst hier Radlauf ist hier komplett rostfrei. Hier wurde wahrscheinlich schon mal nachgebessert, aber ich habe auch drunter geguckt, ist es kein Rost vorhanden. Gut, hier eine Rostblase. Stoßstangen an sich sind auch noch in Ordnung. Wie gesagt, die Reifen, die, ja, die werden wir wahrscheinlich selber behalten. Oder mal gucken, wissen wir noch nicht. So, ja, Tür sind noch in Ordnung, kein Rost dran. Vor allem unten an der Falzt. Gar nichts. Nur grün sparen, falls ihr das jetzt im Video sehen solltet, dass es ein bisschen ausschaut wie Rost. Kotflügel sind auch in Ordnung, kein Rost, nichts. Auch hier unten kein Rost dran. Gut, die Front. Nierenblech, wie gesagt, alles wieder grün sparen. Das Ding war nämlich unter dem Baum gestanden. Hier eine kleine Delle drin. Blättert ein bisschen der Lack weg, aber ist kein Rost noch nicht zu sehen. Jo. Wie gesagt, wer irgendwas braucht von dem Fahrzeug, schreibt mich an. Entweder per E-Mail, wo in der eBay Kleinanzeige drin steht, oder halt über die Kommentare oder weiß der Geier über was. Hier ist der Motor, da hat der Vorbesitzer schon die Ansaugbrücke weggebaut. Also, wie gesagt, ist es nur noch ein Motor zum
Schlachten gedacht, weil wir geben keine Garantie dafür, dass der Motor noch funktioniert. Weil, wie gesagt, die Teile liegen hier auch kreuzdickwert drin rum. Und ein paar Teile fehlen auch schon, wie ich gesehen habe. Was hat das Auto alles? Was ich jetzt sehen kann, das Nebelscheinwerfer ist so ein extra. Was hat er noch? Zentralverriegelung mit Funk und so andere Sachen. Aber das gebe ich alles unten dann entweder in die Infobox rein oder in die eBay Kleinanzeige. Das könnt ihr euch dann nochmal genauer durchlesen. Die Fahrgestellnummer werde ich jetzt dann noch über die VIN-Nummer aus. Gut, die VIN-Nummer werde ich dann. Ja, die finden wir dann noch gleich raus. Über die. Wie gesagt, hier könnt ihr ja auch selber mal gucken. Ich schon mal, aber die irgendwie. Hier so, da ist die Fahrgestellnummer. Werde ich mir auch gleich noch ein Bild machen. Wie gesagt, hier seht ihr auch nochmal die, genau, was wichtig ist vielleicht für die meisten Leute, welche Farbe das Fahrzeug überhaupt hat. Das kann man jetzt hier nochmal wirklich gut lesen. Das wurde weggefetzt, aber Titansilber ist es. Gut. Fahrgestellnummer könnt ihr euch ja dann mal, wenn ihr dasselbe über die VIN-Nummer schauen wollt. Wie gesagt, 316i. Hier ist der Farbencode. Gut. So, so sieht das Auto natürlich auf dieser Seite aus. Und wie gesagt, hier haben wir auch so gut wie kein Rost im Radkasten. Also. Und der Kotflügel vorne, habe ich euch ja auch noch vergessen zu zeigen, hat hier auch keinen Rost. Ich habe hier auch schon mal drunter geschaut, wo er fest ist. Also Kotflügel sind top im Zustand oder top in Schuss, sage ich mal. Da gibt es nichts. Wie gesagt, ja, wer jetzt irgendwas haben möchte an irgendwelchen Teilen oder irgendwas braucht, der... Wie gesagt, ich habe es jetzt schon zigtausendmal gesagt, aber man kann es ja nicht genug sagen. Schreibt mich einfach an und bis dahin, jo, dann wünsche ich euch was. Servus. Halt, stopp! Was heißt hier auf Wiedersehen? Ich habe noch was für euch, und zwar die technischen Daten des Fahrzeugs. Mal so kurz grob überschlagen. Es ist ein BMW E36 Kompakt, Baujahr 99, somit einer der fast letzten Baureihe in dem BMW E36 Modellen. Es hat einen 316er Motor mit der technisch überarbeiteten Version, also 77 kW, 105 PS. Und Laufleistung kann ich euch jetzt des Motors nicht sagen, da ich die Batterie nicht drinnen habe in dem Fahrzeug. Die muss erst geladen werden, kommt in einem späteren Video. Wie gesagt, wenn ihr von dem BMW E36 Kompakt Schlachtfest Video oder wie ich es auch nennen mag, weiß ich jetzt noch nicht, mehr sehen wollt oder Schlachtprojekt, abonniert mich, teilt dieses Video mit euren Freunden, teilt es in allen sozialen Netzwerken, was geht. Und like dieses Video, was auch immer. Ich wünsche euch wieder was. Bis dahin, Servus.